Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge 555, 5 Fragen, 5 Minuten, 5 Schnäpse. Das Ganze im Rahmen von Scorebook TV, heute mit dem Bassisten von Smegma. Den ersten Schnaps bitte. An alle Nachfolgenden, das ist ein fürchterliches Format, hier steht nur Grausames, aber fangen wir an. Naja, der geht ja noch. Erste Frage einfach gehalten, was ist dein derzeitiges Lieblingslied? Ich denke, die Frage ist einfach. Tja, es gibt so ein paar Klassiker, die ich immer gut finde. Razors in the Night von Blitz. Ein Lied reicht. Zweiter Schnaps, bitte. Jetzt kommt Likör. Gibt es weitere Smegma-Konzerte oder Platten oder war es das erstmal mit der Reunion? Ich glaube, das war's. Keine Platten. Platten sowieso nicht. Wieso Platten? Wir haben gerade mal irgendwie ein Lied zusammengeschustert für den Sampler, zu dem wir auch noch überredet werden mussten. Es ist ziemlich gut geworden, muss ich sagen. Also vielleicht ist das auch eins meiner Lieblingslieder zurzeit. Okay, nächster Schnaps, nächste Frage. Sag mal, muss ich den auch? Naja, guck mal. Hast du gerade einen Lieblingswitz? Ja. Ja, den habe ich. Nicht, dass ich die Pointe versau. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen. Haha. Also ich fand ihn gut. Der nächste Schnaps, bitte. Ja, das ist so langsam anstrengend. Nächste Woche ist in Hamburg ja Innenministerkonferenz. Was sagst du dazu? Bitte kurz fassen. Kaputt machen. Das denkst wahrscheinlich nicht nur du. Wunderbar, der nächste und der letzte Schnaps. Ich glaube, ich nehme lieber wieder ein Likör. Der haut mich nicht so um. Na, dir als inzwischen schon Senior-Skinhead wird die Frage leicht fallen, was bedeutet Oi? Geile Mucke. Eightball-Fragen? Ach nee, die haben sich die Frage ja selber auch gestellt. Ja. Geile Mucke. Ja, das war der Bassist von Smegma bei unserer allerersten Folge Scorebook TV 555. 5 Fragen, 5 Minuten, 5 Schnäpse.